Wir haben noch einen von Marco Tschirpke. Marco Tschirpke, ja, immer jederzeit. Wo waren wir denn? Weißt du noch, wo wir da waren? Das ist bei einem Gedichtband auch schwer zu sagen, ich weiß es nicht. Das ist ja jetzt eine Hilfe. Pass auf, geh mal auf 64. Jo. 64. Das ist so ein Kommando wie aus Top Gun. Ich gehe auf 64. Ich gehe auf 64, das, Guss. Das hatten wir schon. Okay, stimmt, hatten wir. Ich habe ein Gedächtnis, hä? Ich muss das lassen mit dem Mikrofon. Jetzt, wo ich es entdeckt habe, finde ich es popenlustig. Gut, dass der Abend gleich vorbei ist. Ja. So, willkommen. Tag, mein Name ist Kapitän Kropuschinski. Ich muss es lassen. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir begrüßen Sie auf dem Interkontinentalflug vom Berliner Großflughafen BER. Leider wurde uns mitgeteilt, dass es eine technische Schwierigkeit gab. Das Dach ist eingestürzt. Das Dach ist. Auf der linken Seite sehen Sie. Weißt du, du siehst nichts, aber ich liebe es. Den ganzen. Hallo, Zugriff. Ich habe. Der Adler ist gelandet. Schwere Kindheit. Ich wurde oft geschlagen, im Stillen, ohne Krach. Ich will mich nicht beklagen, heute spiele ich gerne Schach. Weißt du? Spontan entdeckt. 117. Ich werde Vater, sagen können, er wird Opa. Okay. Hast du? 119? Nee, habe ich nicht. Das ist die einzige Seite, die fehlt. Okay. Mysterien gibt's. Nein. Ja. Thorsten, bitte. Was tut man? Zugriff, bin hier. Was tut man? Der Adler ist gelandet. Was tut man, wenn das Kind ein Radiergummi verschluckt hat? Beim ersten hastet man sofort zur Notfallambulanz im Ort. Beim zweiten wartet man den Tag mal ab, was so im Töpfchen lag. Beim dritten sagt man so, mein Held, das ziehe ich ab vom Taschengeld. Sehr gut. An meinen Vater. Ob du Klavier spielst oder Holz hackst, der Unterschied ist klein. Und es ist immer eine Freude, nicht dabei zu sein. Oh Mann. 151. Luxusliner. Was spielt man an Bord? Man kann es sich denken. Zwei Rentner, zwei Stifte, dann Schiffe versenken. So, schön, schön. Ja, ich glaube, wir haben mit Paul Bukowski angefangen. Und mit Paul Bukowski, bitte nehmen Sie meine Hand da weg. Bitte nehmen Sie. Hören wir dann. Sie schlafen langsam ab, aber das ist ein Hammertitel. Bitte nehmen Sie meine Hand da weg. Wer schlaft hier ab? Doch nicht. Von hier keiner. Von vorne? Nein. Nein, ich bin. Tut mir auch leid, ich wollte nicht flapsig sein. Es ist halt spät und ich will bitte nicht nach Slytherin, wenn das geht. Ich möchte. So. Wo willst du hin? Nach Ravenclaw? Ich gehe nach Ravenclaw, ja. Oder nach Hufflepuff. Weil ich das einfach am Telefon sagen will. Mutter, bin in Hufflepuff. Da habe ich richtig Bock drauf. Seite 36. Ja. Morgens. Hast du schon? Morgens 10:30 in Hannover. Ich stehe am Bahnhof und warte auf den Eurocity Richtung Gütersloh, als mit leicht schwankendem Gang ein junger Mann auf mich zugelaufen kommt. Tag, Großer, haben Sie mal 50 Cent? Nehmen Sie auch Leergut? Nee, ich brauch's gleich im Bar. Wofür denn? Ein Ticket nach Gütersloh. Gütersloh? Ja. Dann können Sie bei mir mitfahren. Wie jetzt? Ich habe einen Mitfahrergutschein. Was soll ich? Mitfahren. Wohin? Nach Gütersloh. Bin ich dumm oder was? Er geht. Oh.
53 geht die rasende Fahrt weiter. Hier, das ist das Kapitel Briefe an einen schwulen Dichter. Ja, das ist... Das war jetzt kein so oben herab lachen, aber wir haben das gestern schon gelesen und es hat extrem... Verrat doch nichts. Du setzt die Leute auch unter Druck. Das denke ich nicht. Sigmund Kesselring, ne? Ja. Sehr geehrter Herr Bukowski. Das ist immer falsch, Bukowski. Sehr geehrter Herr Bukowski. Ich bin seit langer Zeit ein großer Fan Ihrer Arbeit und frage mich, ob Sie sich vorstellen könnten, einem gut gepflegten Mann Mitte 50 einen kleinen Gefallen zu tun? Würden Sie mir ein ansprechendes Bild Ihrer nackten Füße zusenden? Nach Möglichkeit ohne Blitz oder künstliche Beleuchtung, rückseitig wie vorderseitig in doppelter Ausführung? Eine besonders große Freude würden Sie mir machen, wenn Sie Ihre nackten Füße auf einem neutralen Untergrund ablichten könnten. Einem laublosen Waldweg zum Beispiel, ungemusterten Linoleum, PVC oder zur Not ganz einfach auf Krottendorfer Marmor. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Gerne schicke ich Ihnen einen frankierten Rückumschlag zu, damit Ihnen keine Unkosten entstehen. Mit freundlichen Grüßen, Sigmund Kesselring. Ein anderer Brief lautet: Hallo Herr Bukowski, manche Randsätze fallen auf, sogar die im Klappentext einer Weihnachtsanthologie bei Rowohlt. Dort las ich letzte Woche Folgendes: Paul Bukowski, geboren 1982 in Mainz am Rhein, hat noch immer kein Seepferdchen. Und wissen Sie was? Ich auch nicht. Wollte ich aber vor meinem 50. Geburtstag noch erledigen. Wollen wir den nächsten Anlauf vielleicht zusammen starten? Feuchte Grüße. Walter, glücklich verheiratet, aber neugierig. Lieber Herr Bukowski, ich habe in Ihrem Instagram gesehen, dass Sie häufig im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind. Haben Sie auf langen Bahnfahrten nicht auch hin und wieder das Bedürfnis, einfach Ihre Schuhe abzustreifen und Ihre nackten, müden Füße auf der kurzen, feinborstigen Auslegeware verschnaufen zu lassen? Sollten Sie die Muße finden, diese stillen Momente der Entspannung einmal abzulichten? Wäre ich Ihnen für einen Abzug in zweifacher Ausführung wirklich dankbar. Ganz besonders, wenn es sich um ein ICE der Baureihe 4 handelt. Mit den allerbesten Grüßen, Sigismund Kesselring. Also, man muss... Ja? Wir gehen noch ins kleine Tourtagebuch, Sommerpause, okay, Seite warte. 86. Okay. Was ist? Um Gottes Willen. Ja, mein kleines... so. Ja. Du. Aber wir machen den ersten nicht. Wobei ich den super schön finde. Dann mach ihn doch. Und der frisst kein Brot. Nee, der frisst kein Brot. Pass auf, ich lese, du hast den. Die meisten meiner Freunde fahren in den Urlaub. Ich zu meiner ersten Prostatakrebsvorsorge. Die etwa 100-jährige Westberliner Proktologin. Hat erstaunlich flinke Finger. Und sagt beim ersten Blick auf meinen Allerwertesten: Hallöchen, Popöchen. Du hast es wieder getan. Was soll ich? Das geht nicht anders. Als ich am frühen Morgen die Vorhänge beiseite ziehe, steht ein stämmiger Gerüstbauer vor meinem Fenster im zweiten Stock und starrt mich an. Doch, ruft er mir entgegen. Guten Morgen, antworte ich. Das muss Ihnen jetzt nicht unangenehm sein. Nee, ich habe ja zum Glück was an. Ja, zum Glück. Sehr charmant. Nicht persönlich nehmen. Ach so, nee, du bist nicht persönlich. Ach, ich weiß es auch nicht. Nicht persönlich nehmen, Witzchen am Morgen. Schon okay. Wenn Sie und Ihre Jungs einen Kaffee wollen, einfach klopfen. Das kommt drauf an. Haben Sie Sojamilch? Nee. Dann gern.
Den haben wir wissen, das hättest du machen sollen. Ich habe mich hier vertan. Ich habe mich als Zeile vertan, so können wir nicht aufhören. Ich habe das, hab das ja sehr schön angestrichen. Blau für dich, rosa für mich. Ja, das habe ich jetzt verkackt. Kann ich den machen? Welchen? Ach, neuer Rewe in der Müllerstraße. Komm, das ist... Der holt mich ab wie kein anderes Fragment in diesem Buch. Das ist so super. Gut, dann bin ich aber der Kassierer. Ja. Neuer Rewe in der Müllerstraße. Mein erster Einkauf umfasst zwei eher ungewöhnliche Produkte. Ein Pepper-Wutz-Puzzlebuch und ein halbes Kilo Schweinehack. Der Kassierer grinst. Zweimal den Schweinepuzzle, immer einfach, immer schwer. Das war's. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Das war wunderbar. Jürgen von der Lippe. Jürgen von der Lippe. Dankeschön. Super. Dankeschön. Jürgen von der Lippe. So, Thorsten Sträter. Mach dir. Thorsten Sträter, komm. Zum Rest jetzt. Danke. Thank you.